Willkommen zurück, liebe Freunde, auf Phuket 24 Hours, eurem Urlaubschannel hier aus Thailand. Und weiter geht's auf der Baustelle hier in Phang Nga. Mal wieder ein kleines Update, beziehungsweise ein großes Update, denn hier geht's rund. Die Baustelle ist wieder eröffnet und zum einen wird auf der Terrasse gearbeitet. Ich mache das jetzt alles mal mit Bambus, versuche das Ganze ein bisschen nett zu machen. Und nebenbei geht's auch weiter mit dem Anbau ans Haus, wo das Schlafzimmer und der Abstellraum dann eben entsteht, und ja, einiges zu tun, und ich zeige euch mal so ein bisschen, wie der aktuelle Stand der Dinge ist. Ja, hier seht ihr schon Bambus gekauft und auch schon installiert, zumindest mal ein Bambus steht schon mal, und ja, hier geht's weiter, werden praktisch jetzt ringsrum die dicken Bambuspfähle verankert, und genau, alles andere, was hier noch so passiert auf der Terrasse, dauert noch so ein bisschen, und dann halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Wie gesagt, heute geht's erstmal los und schauen wir mal, wie weit wir außen sind. Ja, ihr seht's, hier schaut's wirklich schon wieder aus. Alles war mal so nett und so schön aufgeräumt, und jetzt erst die Klimaanlage gekommen. Und das muss auch noch anders gemacht werden. Diese Leitung hier wird unter Putz gelegt, also das kann ich so überhaupt nicht haben. Also nächste Baustelle, aber warten wir erstmal ab. Soweit sind wir nicht. Geht jetzt erstmal hier weiter. Ja, auch noch wird schon ein bisschen was fürs Dach gekauft, was dann eben auf der Terrasse oben draufgelegt wird, weil es soll ja auch alles so ein bisschen Bambus-Style haben. Ja, auch hier seht Material ohne Ende. Und hier Holz, Steine, Sand, was wir wieder angeliefert haben, um eben hier weiterzuarbeiten. Hier liegt der Bambus, zumindest ein Teil. Da muss noch sehr, sehr viel mehr dazu kommen. Aber zumindest mal zum Anfang hier schon mal abgelagert. Und genau, und jetzt sage ich euch mal, wie dieser Schlafbereich, der eben entsteht, vorangeschritten ist. Eine Heidenarbeit, das kann ich euch sagen. Aber okay, scheinbar brauche ich das halt. Also machen wir das halt. Genau, also ihr seht die Unterkonstruktion dieses Mal anders gemacht. Also wo auch das Haus drauf steht, nicht die Terrasse mit dem Stahl, sondern jetzt eben mit diesen Zementfüßen. Und darauf jetzt eben mit Holz der Unterbau. Und dann wird es so nach und nach die Wände gezogen, genau. Und dann der Fußboden, den habe ich heute bestellt, beziehungsweise erstmal diese Smartboard-Platten, also ihr kennt das, unter Rigipsplatten, 16 mm oder 18 mm stark, und danach wird eben gefliest. Aber okay, das ist Zukunftsmusik. So ist der aktuelle Stand jetzt der Dinge. So, zum Abschluss des Tages ein kleines Update oder ein großes Update, je nachdem, ihr könnt selbst beurteilen. Und zwar ist hier jetzt das Holz soweit, also die Unterkonstruktion fertig. Ich habe zwei Helfer heute hier gehabt. Demzufolge haben wir ein bisschen was vorangebracht, und auch auf der Terrasse, da kommen wir gleich noch dazu. Aber jetzt zeige ich euch erstmal hier den Anbau. Und ihr seht schon, also die Unterkonstruktion steht. Und ja, die letzten Holzdielen werden noch reingemacht. Ich denke mal, morgen früh geht es weiter, wenn das Wetter mitspielt. Und danach legen wir die Rigips bzw. die Smartboard-Platten auf. Und ja, dann kommen auch schon die Wände und das Dach. Aber okay, eins nach dem anderen. Erstmal hier soweit den Boden reinlegen, Wände, und dann schauen wir mal. Ja, und der Boden ist nach wie vor nicht bereinigt. Es schaut aus hier. Aber naja, ist halt eine Baustelle. Auf einer Baustelle schaut es aus, und ich kann nicht dauernd aufräumen. Dann geht der Tag vorbei, ohne dass was geschafft wird. Und hier seht ihr jetzt ja schon die ersten Bambus, sag ich denn, Stangen, Stäbe, Bambus halt, ganz einfach, die hier jetzt rein betoniert worden sind. Genau, eine Heidenarbeit, das kann ich euch sagen, bis die stabil sind. Und hier der nächste, kommen insgesamt 8 Stück her und werden dann oben wieder mit Bambus zusammengefügt. Und letztendlich kommen dann von hier oben Bambus runter auf den Bambus drauf. Dann wird das Ganze überdacht
Und dann haben wir hier ein schönes, schattiges Plätzchen auf der Terrasse. Also lasst euch überraschen, ist noch einiges zu tun, aber wird bestimmt ganz nice. Ja, zurück in Kamala und hier stehen wir vor der nächsten Aufgabe und das ist jetzt zu bewältigen. Und zwar wollen wir diesen Sala, nennt sich das hier, diesen Bambustisch würde ich jetzt mal sagen, oder diese Bambus-Essgruppe oder das Bambushaus, wollen wir von hier, von Kamala 65 Kilometer weiter nach Pangna auf die Terrasse bringen. Und mit Zerlegen habe ich gemerkt, ist nichts. Also ein paar Teile kann man wegmachen, aber im Großen und Ganzen sind die meisten Sachen so vernagelt, dass wenn man sie wegmacht, der Bambus kaputt geht. Also am besten irgendwie im Ganzen rüberbringen. Und das probieren wir jetzt mal aus. Ja, so schaut das Teil jetzt aus. Ein paar Seitenteile haben wir abgebaut, aber im Prinzip muss es so jetzt nach Pangna gebracht werden und mal schauen, ob wir das jetzt, so wie es auch die Jungs hier gemacht haben, von einem Haus in Kamala zu dem Haus hier gefahren, einfach auf so einen Pickup drauf und dann mit Warnblinkanlage nach Pangna. Mal gucken, wir probieren es mal aus. Sabadikap aus Thailand, genau gesagt aus Pangna. Ich bin wieder am Arbeiten und wollte euch so ein kleines Update geben. Ist ein bisschen was passiert, nicht so viel, aber bin wieder mal alleine am Wursteln. Ich weiß auch nicht, was los ist. So richtig Lust haben die Thais nicht zum Arbeiten, aber egal. Liegt auch vielleicht so ein bisschen an meiner Einstellung zum Arbeiten. Werde auch relativ schnell grandig, wenn es nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle. Und vielleicht bin ich deswegen alleine am Rumnageln. Manchmal habe ich so das Gefühl, ist ja auch besser. Naja, wie auch immer. Kurzes Update, wie der Stand der Dinge ist. Heute ist Samstag. Und ein bisschen mache ich noch und morgen ist Sonntag, wird auch noch mal ein bisschen was gemacht. Ist ja eigentlich der freie Tag von Eis, aber morgen hat sie keinen freien Tag, denn am Dienstag fahren wir tatsächlich mal, beziehungsweise fliegen zu ihrer Family nach Ganchanapuri für 3 oder 4 Tage. Machen wir mal eine Pause. Eis braucht eine Pause, ich brauche eine Pause. Also ist mit frei machen am Sonntag jetzt nichts, aber dafür, wie gesagt, 3 Tage, willst du mich in den Finger stechen? 3 Tage Pause angesagt, bis dann wird noch rumgenagelt und ja, der Stand der Dinge hier und heute seht ihr jetzt. Also so wird das Ganze jetzt nach und nach aussehen, also Bambus wird wie gesagt rumgezogen und dann schon mal so ein bisschen ausprobiert, dann eben auch so ein Bambusdach oben drauf, wird dann letztendlich so wie hier der komplette Himmel bzw. das komplette Dach so zugezogen, aber ist noch ein bisschen zu tun und ja, wie gesagt, heute noch ein bisschen, morgen noch ein bisschen, Montag noch ein bisschen und dann geht es erstmal in die Pause. Ja, und auch am Anbau vom Schlafzimmer hat sich ein bisschen was getan, aber bin ich heute nicht wirklich dazu gekommen und auch da ist heute leider keiner dazu gekommen, also wie auch immer. Step by step, zumindest mal der Fußboden drauf, ein Teil vom Fußboden drauf. Und wie gesagt, werden jetzt hier die Platten noch am Boden zugemacht und dann fangen wir, oder ich, je nachdem, aber wenn keiner mehr dazukommt, dann erst, wenn wir zurück aus Ganchanapuri kommen, wird dann praktisch hier jetzt noch 3 Fenster eingebaut, die Wände eingebaut und dann der Durchbruch zum Haus. Müssen ja auch irgendwie reinkommen ins Schlafzimmer und dann wird das Ganze noch gefliest. Aber eins nach dem anderen, jetzt erstmal den Boden fertig machen und dann geht es nach und nach weiter. Ja, und wenn euch wundert, warum ich so verschwitzt bin, es ist unfassbar heiß. Wir haben eine Schwüle, eine Luftfeuchtigkeit, das ist nicht mehr normal. Ich denke mal gut 90%, müsste mal genau nachschauen, aber heute kein Regen, sehr, sehr bewölkt, aber extrem heiß. Ich habe bestimmt schon 5-mal das T-Shirt gewechselt, ist klitschnass. Aber ist so, wie es ist. Lieber so als kalt. Ich hoffe, ihr habt auch ein schönes Wetter in Deutschland, Österreich, in der Schweiz oder wo auch immer ihr euch aufhaltet. Lasst es euch gut gehen. Schönes Wochenende. Wobei ich gar nicht weiß, ob ich das Video jetzt am Wochenende fertig bekomme. Und wenn nicht, ein paar schöne Tage zu euch. Und ja, wir bleiben am Ball. Der nächste Tag steht an hier auf Phuket 24 Hours auf unserer Baustelle in Pangna. Und ja, die aufmerksamen Zuschauer unter euch, die sehen es über mir, so ein bisschen Dach ist schon drauf. Habe heute Morgen sehr, sehr früh angefangen. Ich habe es ja gestern
noch gesagt, wir machen ein paar Tage Pause. Ab Dienstag geht es nach Ganchanapuri zur Familie von Eis. Und bis dahin gehen wir nochmal Vollgas und schauen mal, dass wir das Dach noch soweit fertig bekommen. Glaube ich allerdings nicht, aber okay, ich mache so weit, wie es geht. Und dann geht es erstmal Richtung Festland Thailand und mal ein bisschen zur Familie von Eis, genau. Und dann sind wir wieder irgendwie zum Ende der Woche zurück und dann geht es auch nächste Woche hier wieder weiter. Ja, und so in etwa wird es dann ausschauen. Also ist jetzt erstmal so eine Vorabkonstruktion, um zu schauen, wie ich es dann machen will. Letztendlich wird es nochmal abgedeckt, aber so in der Richtung wird es werden. Schön mit Bambus und ja, der Himmel ist dann weg. Man kann da natürlich schön im Schatten, ihr seht es hier unten, schön im Schatten chillen. Genau, und das ist das, was wir wollen. Und also hauen wir rein und machen weiter. So, und hier ging es auch weiter. Hier haben wir auch noch ein bisschen was gemacht, aber hier ist jetzt auch das Material ausgegangen. In unserem Anbau, wo ja das Schlafzimmer reinkommen soll. Und aber zumindest ist mal der Dachgiebel soweit fertig. Jetzt morgen noch ein paar Platten holen, dann können wir hinten auch den Boden drauflegen. Und dann ja, wird das auch hier so nach und nach weitergehen. So, chillen unterm Bambusdach, so habe ich mir das vorgestellt, aber ist noch nicht fertig. Ihr seht die Idylle im Hintergrund, natürlich richtig, richtig geil, aber die Leiter gehört natürlich da nicht hin. Aber da es noch eine Baustelle ist, lassen wir die Leiter auch stehen und die wird dann weggeräumt, wenn die Terrasse letztendlich fertiggestellt ist. Noch ein paar Dinge in eigener Sache und da habe ich ja gesagt, hier ist jetzt erstmal Schicht im Schacht, morgen noch so ein bisschen, aber das Video mache ich heute fertig. Und wollte euch noch mal ein paar Infos geben. Zum einen dem Video, was ich mit Stefan gemacht habe bezüglich Auswandern aus Deutschland, Österreich, Schweiz oder von wo aus immer, haben wir sehr, sehr viele Kommentare, sehr, sehr viele Fragen bekommen. Das sortieren wir im Moment ein bisschen und werden natürlich zeitnah ein Video machen und werden versuchen, eure Fragen zu beantworten. Also habt da noch ein bisschen Geduld, das kann noch ein bisschen dauern. Aber wie gesagt, ich bin jetzt erst mal ein paar Tage weg. Und dann werden wir uns da dran setzen und werden dieses Video mit Sicherheit online stellen und hoffentlich eure Fragen dann soweit auch beantwortet haben. Ansonsten habe ich mich sehr gefreut. Ja, allerdings auch eine große Aufgabe für mich ist die Schulleitung. Ihr wisst, wir machen so soziale Projekte hier eben auch zusammen mit unserem Partner Avia Team Franken. Und da kam jetzt die Schulleitung auf mich zu, weil sie mitbekommen haben, ich meine, okay, hier, wo meine Hütte steht, ist ein kleines Fischerdorf, da sind relativ kurze Wege, also wenn hier irgendwas passiert, dann weiß das innerhalb von 5 Minuten jeder und da ich mit den Kids, wenn ich mal ins Wasser gehe, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, immer so ein bisschen den Kids das Schwimmen beibringe, ich glaube mittlerweile sind es 3, 4 oder sogar 5, die das Schwimmen gelernt haben, hat sich das rumgesprochen und jetzt wollen natürlich die ganzen Kids alle schwimmen lernen und natürlich, du hast das Meer vor der Haustür und die Kinder können nicht schwimmen, also das kann ja nicht angehen, deswegen habe ich das eben so ja, Step by Step gemacht, mittlerweile vertrauen mir die Leute hier, das ist natürlich auch eine Geschichte, dass ein 6-, 7-, 8-jähriges Kind mit einem Farang, mit einem Ausländer ins Wasser geht und das ist ja trotzdem hier mehr, auch wenn es jetzt nicht so tief ist. Und dieses Vertrauen, was ich da von den Eltern bekommen habe, ist natürlich überragend und jetzt kam, jetzt komme ich zum Punkt, die Schulleitung auf mich zu und hat mich eben angesprochen, ob ich denn bereit wäre oder ob ich eine Möglichkeit sehen würde, die Kids aus der Schule, 55 an der Zahl, alle zu, ja, denen allen das Schwimmen beizubringen. Und ich bin ja kein Schwimmlehrer, ich kann ja gerade selbst mal schwimmen, relativ normal, also jetzt nicht irgendwelche Abzeichen oder was, aber ich kann mich über Wasser halten und ich kann, glaube ich, relativ lange schwimmen, also lange Rede, kurzer Sinn, Schwimmen beibringen kann ich schon, ohne dass ich da jetzt irgendwelche Zertifikate habe, aber zumindest können die Kinder dann danach im Wasser sich aufhalten, ohne dass man sich Sorgen machen muss, dass sie dann vielleicht untergehen oder sonst irgendwas. Und ja, ist eine große Aufgabe für mich und habe dann natürlich erstmal ein bisschen drüber nachdenken müssen, weil kann ja auch irgendwas passieren und 55 Kinder kann ich natürlich nicht gleichzeitig im Wasser haben und jetzt haben wir eine Lösung gefunden. Also es werden immer 3 Kinder pro Tag kommen und eine Stunde oder 1,5 mit mir ins Wasser gehen und die Schulleitung bzw. Lehrer sind dann da auch mit dabei.
Und dann bringen wir den so nach und nach ins Schwimmbad. Da freue ich mich jetzt drauf. Und das Ganze hier sehr, sehr professionell aufgezogen. Also vom Government offizielle Schreiben bekommen, wo dann eben auch drin steht, dass ich mich dazu bereit erkläre, den Kindern das Schwimmen beizubringen mit einem richtigen Stundenplan. Also es ist ja echt witzig. Das habe ich zuletzt ja vor vielen, vielen Jahren, wie ich noch in der Schule war, sowas in der Hand gehabt. Aber wollte ich euch auf jeden Fall zeigen. Also hier nochmal so ein Stundenplan, wo dann die verschiedenen Tage und die verschiedenen Kids draufstehen, die dann eben zum Schwimmen kommen. Also eine geile Sache und macht mich auch sehr, sehr stolz. Denn wie gesagt, ich bin der einzige Ausländer hier in dem Fischerdorf hier und trotz alledem voll integriert und das innerhalb so kurzer Zeit. Ich bin ja gerade mal seit ungefähr 6 Monaten hier in Lemhing und ich lebe hier ja nicht, sondern ich lebe ja nach wie vor in Kamala, bin eigentlich hier nur zum Umbauen da und ja, das relativ lange, also von morgens bis abends, aber dann auch wieder mal ein paar Tage nicht und hat sich dann trotz alledem mittlerweile so herauskristallisiert, dass die Leute mich angenommen haben, dass ich hier integriert bin in dem Ganzen. Und deswegen freue ich mich auf diese Aufgabe. Und da geht's dann jetzt los am 11. Juni, weil wie gesagt, wir sind jetzt erstmal ein paar Tage weg. Und da halte ich euch natürlich auch auf dem Laufenden. Auch werden wir in der Schule, wo jetzt das erste Badezimmer fertiggestellt ist, wieder mal ein Video machen und mit Marc Braun von Avia habe ich gestern Telefonat geführt, wird es nochmal eine Hilfe geben, finanzieller Natur, und dann werden wir da auch nochmal ein bisschen was machen, also bestimmt nochmal ein paar Badezimmer hinterherziehen, aber wie gesagt, auch das in Kürze, gibt es ein neues Video dazu und dann halte ich euch da auch auf dem Laufenden. Genau. In diesem Sinne, glaube ich, sind wir jetzt auf dem aktuellen Stand der Dinge. Ich chill jetzt so ein bisschen, ihr werdet es nicht glauben, aber das Wetter ist einfach so geil und ich finde das jetzt das erste Mal, oder ich nehme das erste Mal jetzt wahr, wie geil es hier außen auf der Terrasse ist, wenn du Schatten hast und ja, ein paar so Platten sind hier oben drauf. Also demzufolge kann ich so ein bisschen im Schatten chillen, da freue ich mich drauf. Dann geht's nochmal zum Einkaufen, da nehme ich euch dann im nächsten Video mit und würde sagen, für heute sind wir durch. Ich wünsche euch alles Gute nach Deutschland, Österreich, in die Schweiz und von wo aus immer ihr Phuket 24 Hours anschaut. Vielen, vielen Dank fürs Reinschauen und wenn ihr mal vorbeifahrt an der Avia-Tankstelle irgendwo in Franken oder in Bayern, ja, wenn ihr das ganze Projekt hier unterstützen wollt, fahrt nicht zu den anderen Tankstellen, sondern macht einen Stopp bei Avia. Ganz, ganz freundliche, nette Leute und Preise sind ja, glaube ich, an jeder Tankstelle bis auf ein paar Cent hin oder her relativ identisch. Und wie gesagt, ihr unterstützt damit mich, unterstützt damit Phuket 24 Hours. Und ja, da freut sich Avia, da freue ich mich und alle sind wir glücklich. Und wir können hier weitermachen. In diesem Sinne, danke fürs Reinschauen, macht's gut, servus, ciao, bye bye.